Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Zwei Treffer zuletzt für ihn. Entsprechend wird er hier auch heute auftreten. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Und er gibt abseits. Das war eng. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Engel. Sieht vielversprechend aus. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Toller Freistoß, aber ganz knapp. Was für ein Schuss. Und man sieht es an den Gesichtern der Abwehr, da haben sie riesen Glück gehabt. Sie haben Platz. Das ist jetzt eine Chance. Klasse Aktion, super Kopfball, aber noch besser gehalten. Gib den Eckball. Jetzt die Ecke. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen Sie aus. Super Flanke, aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Sie kommen über den Flügel. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Schöne Bewegung.
Das macht er gut. Abgefangen, gut gemacht. Ballbesitz verloren. Ja, das sieht gut aus. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Klasse Pass! Was für eine Chance! Der Ball war ziemlich harmlos. Da haben sie jetzt den Ball. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Marc Haider. Jetzt ist es gefährlich. Gute Aktion. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Sie kommen jetzt über außen. Flanke jetzt. Da können Sie klären. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen Sie die Führung hier. Die Ecke kommt rein. So, Situation bereinigt. In der Bentele Arena hat sich was getan, und zwar ein Tor. Im Studio gibt es die Infos für uns. Wir haben hier das erste Tor für Sandhausen. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 28 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. So, was machen Sie draus? Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Schöne Hereingabe, da fehlen nur Zentimeter. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Weiter gefährlich hier. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Ja, immer noch stehen sie da enorm unter Druck. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Ja, 0-0. Ein Spiel mit mäßigem Unterhaltungswert. Tore, keine Chancen, Mangelware. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es noch viel besser wird. Wir gehen kurz ins Studio. Es gibt aktuelle Infos zu einem Treffer in der Bentele Arena. Ja, wir haben hier das erste Tor für den SC Paderborn. Der neue Spielstand damit 1:1. 37 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für diese Infos. Chance zur Flanke jetzt. Spielt den Ball. Jetzt die Gelegenheit. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Ecke kommt kurz. Klasse Flanke. Vielleicht die Führung jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gute Aktion, Spiel raus. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Anspiel kommt gut. Da ist die Flanke. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken.
Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Per Kopf kann er hier klären. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Bisher tut er sich. Der Anstoß ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Marc Heider, Kerk. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Den muss er machen, oder? Ja, Wolf, da war er alleine durch und dann versagen ihm die Nerven. Da trennt er ihn fair vom Ball. Der Freistoß, klare Sache. Vor dem Spiel sind die Berichte reingekommen. Real Madrid hat den Zuschlag erhalten. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Das gibt Einwurf. Auf Außen ist Platz. Guter Schuss, knapp vorbei am Tor. Moritz Heyer. Und jetzt der Rückpass. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Kann er was draus machen? Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Sie müssen aufpassen. Ist hier immer noch am Ball. Die Gelegenheit für die Flanke. Keeper geht gut zum Ball, faustet ihn weg. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da wäre Platz für den Konter. Da ist jetzt Platz. Das macht er gut. Problemlos hat er hier den Ball. Moritz Heyer. Ich wiederhole, der kleine Peter möchte von seinen Eltern bitte abgeholt werden. Marc Heyer. Der Ballverlust. Jetzt der Vorstoß. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Und jetzt werden sie wechseln. Ecke kommt in die Mitte. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Der Ballverlust. Multhaupt. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Da wäre Platz auf Außen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Fällt das Tor doch noch?
Die Chance lebt noch. Den hält er super. Ecke kommt ins Zentrum. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. So kurz vor Spielende kassiert er also doch noch ein Tor. Nichts zu machen, trotzdem großes Kompliment an ihn. Er hat wirklich alles gehalten, was irgendwie zu halten war. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Gute Chance für eine Flanke. Jetzt zieht er in die Mitte. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Da stand der Assistent gut. Abseits. Auswechslung beim VfL. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Die Nummer 5, Konstantin Engel. Neu im Spiel. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ein Pass mit viel Auge. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Ballgewinn, gefährliche Position. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Die Führung soll jetzt verteidigt werden, folgerichtig. Jetzt der Wechsel. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gutes Pressing jetzt. Marc Haider. Lange geht's nicht mehr. Aber jetzt kommt's natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Abgepfiffen. Abseits. Jetzt wird's die Auswechslung geben. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Könnte was werden. Guter Pass. Da schickt er den Mitspieler. Wird das die Entscheidung? Ah, da hätte er für die Entscheidung sorgen können, aber kein Tor. Ja, den muss er machen. Da wird er sich ärgern. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Da können sie klären. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden.
Und das war's für heute. Am Ende steht hier also die Niederlage für die Gastgeber. Sie müssen sich weiter verbessern. Das war bei dieser knappen Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Danke für das Gespräch.